Eins. Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist auf der Karte Nordfieser Marsch vierfach. Mit nicht mehr Stapel Fabi. Hallo. Ja, ja. Und im JG Gamer. So, ja. Ich benenne ja, auf jeden Leute. Fall, wenn ich es nicht vergesse, benenne ich die Folge am Wasser suchen. Weil ich nehme mal an, dass das irgendwie am Feld 30 gibt's Wasser. Ja. Aber jetzt kommt's. Unten bei Feld 30 gibt's gar kein Wasser. Also sonst. Ja. Naja. Bei Feld 22. Mal schauen, wie ich den Titel heißt. Mache. Wenn wir keinen Titel alt werden, nehme ich eigentlich immer den Mann Schweiz oder irgendwie sowas. Das mache ich Internet. Mal, wenn ich keinen Titel weiß, dann nehme ich Fabi. Einfach. Oder Ausfall. Ja. Guck, Schweizer mag mich. Wer mag dich denn schon, Alter? Also, wer dich mag, dann mag jemanden Geschwür. Soll ich dir mal ein Geschwür geben? Es wird gar nichts geben. Es gibt Wasser hier. Es gibt Wasser. Es gibt Wasser. Oh, wow, oh, Schweizer. Ja, es ist nur die Sache, Leute, mit 50.000 Liter Wasser, ob ich noch hier weg vor Lerde komme. Nee, ich war ja in Deutschland. Schweizer, du musst bis auf die andere Seite von der Map. Ein Fan kommt da locker weg. Ich habe auch 326 PS. Das ist ja. Süß. Ostern hat man schnell 70 mehr. Ist deine schon auf den höchsten Motorisierung oder auf den kleinsten? Höchste. Oh, ist das süß. Ist das süß. Aber ich kenne da jemanden, wo kann noch einen Turbolader einbauen oder so. Leute. Ach Junge. Der Deutsch kriegt mindestens noch 500 PS. Wartet ab. Nein. Wer weiß, ob ich es dir mache. Fabi, ich sag dir jetzt. Modden Mod um, der hängt die Folge ab und moddet ein Mod um. Weil er findet es so witzig, wenn kann er sein Mod auf die Server hochladen. Naja, vielleicht ein bisschen. Deshalb weiß ich da jemanden, wo kann mir da ein B-Turbolader reintun. Ja, kann bei mir jemand auch einen Fan machen. Bekommt da 500 PS. Ja, bei mir kommt er dann 1000 PS. Nee, aber 500 ist nicht verloren auf der nordfriesischen Marsch. Mehr als 500 brauche ich nicht, aber 500 wäre geil. Na, verläuft. So, Fabi, du weißt, was du zu tun hast nach der Folge. Und dann darfst du dich wieder beschweren darüber, dass ich einen neuen Mod hochgeladen habe. Mhm. Darf ja keine Mods mehr hochladen, hast du gesagt. Ja, das kannst du einfach nicht machen, also. Tja, jetzt hast du das Eigentor geschossen, Schweizer. Die lädt ja sowieso immer Mods hoch, also was kann ich dafür? So, nö, hab ich nicht mehr gemacht. Oh Mann, er ist 28.000 Liter. Wieso hat Ausrein hat keiner von uns zwei Treckers kein Frontgewicht vorne dran? Hast du gesprochen? Ja, das ist auch eine gute Sache. Wenn ich hab ja geguckt mal. Fendt 9er Serie wiegt, also 939er wiegt 11 Tonnen. 11,4 Tonnen. Also der 10er Serie wiegt da mindestens schon 13, 14 Tonnen. Wenn schon, der wiegt 15 Tonnen. Ja, könnte um den Dreh 15 Tonnen sein. So. Kann ich nur, ich war im Fendtwerk. Er war im Fendtwerk und konnte mir nicht mal sagen, wie ein 939er Gewicht ist. Okay, er war im Fendtwerk. Ja, der ist ja auch da nicht ausgestellt.
Da ist ein 1000 ausgestellt, ein 700er, ein 500er und ein 300er. Mhm. Ja, wieso? Ich sag ja. Ah, okay, ich sag nichts. Ich sag ja so ungefähr, denke ich mal, 15.000 so. Aber der neue Serie, Deutsch macht mindestens auch schon 11, 12 Tonnen. Weil der 9er Serie Deutz ist wahrscheinlich noch ein bisschen größer als der 39er Film. So, okay. Jetzt wird die Geschichte wahr. Ich versuch's ohne Allrad hier wegzufahren, ohne gar nichts. Weiter, soll ich vielleicht mit meinem LKW kommen? Ohne Allrad zieht er es, Junge! Ohne Allrad! Also Leute, Deutsch Power! Weißt du, wie ich Deutsch geschrieben? Na klar, da. Wie denn? Nicht vorne drauf gucken oder bei Glanz? Schau mal, Glanz und nach. Auch nicht auf dem Lenkrad, Schweizer. Ich guck weg. Auch nicht irgendwo anders. Ich guck weg und kannst du sein. Und zwar? D. E. U. T. Z. Dauerleck. Ja, er zögert, also weiß es nicht. Nee, ich zögere nicht, ich bekomme gerade einen Anruf. Leute, kurze Pause. Eins. Wir sind wieder zurück. So. Oh. Also wieder hier rauf, hier geht's sturmlos hoch. Jetzt hast du nichts zu tun. Na klar, du hast da doch noch zwei Paletten. Achso, du hast gerade mit dem LKW bringen. Nein, die werden dann nur auf den Anhänger will ich die fixiert haben. Von da bis hier kannst du die so fahren. Bin ich schon zu weit? Jetzt kann ich sagen, ich gehe hier hoch. Und komplett drüber. Ja, drüber komme ich nicht. Du kannst erstmal geradeaus fahren. Bis zur BGA und da dann. Ja, gehen. Ich weiß, nee, ich wollte einen anderen Weg fahren. Oh Gott! Achso, ja, du kannst ja heute auch hier vorne. Wie ist das bei OL jetzt wieder ausgemacht? Was? Hat doch OL wieder an. Ich mach das nur. Ja, okay. Und die Produktion davon nehmen wir nicht in Betrieb. Weil da hat keiner eine Ahnung, wo wir das verkaufen können oder hinbringen können oder wie das. Oder zu Weiterproduktion? Keine hier Ahnung. Ist hier ist eine Bienenstockproduktion direkt nebenan. Ja, das weiß ich, das kannst du zu Bienen bringen. Ja, das weiß ich auch. Und die machen Honig und die geben Geld. Bretter und Leerpaletten. Nicht nur Honig wollen die. Nee, nur Honig. Nein. Ja, die stechen auch. Das gleiche ist wie auf. Aus dann bringst du eine Paletten-Dings hier hin. Wo? Hier hinten. In das Gebäude. Nee, Ausland, also ich war schon bei den Produktionen und wenn ich mich jetzt nicht verfehle, meinte ich, das habe ich da gesehen, nur Honig kommt da raus. Aber es gibt ja dieses anderes. Aber Honig kannst du teuer verkaufen. Es gibt auch dieses andere Pack da von Bienen. Slowby das Pack. Macht auch was anderes. Nein, das da kannst du was anderes los machen, aber hauptsächlich macht das eigentlich. Ja. Honig. Aber Honig kann man teuer verkaufen. Honig 2, ja, nur Bienenstöcke müssen dahin. Ja, da eben. Kommt nur Honig raus. Aber habt ihr schon also im Part geguckt, wie viel gibt ein Honig? Sehr viel Geld. Nö. Was ist ein Honig für so ein. Achso, da ganz hinten. 5000 Euro gibt es maximale. Ja, eben. Lol, das bringt's voll. Für die wenigen Sachen, die man dafür nur braucht. Ja, sag ich doch. Soll ich dann die paar Dinger hier raus da?
Aus. Mann, aus deinem, ich geh in dein Ding auch nicht rein, ja? Ah, da. Hier ist so ein Paletten. Bett. Holen soll ich die Paletten mal von dem Palettenwerk unten? Soll ich die gegenüber das Pellets-Dings machen, oder? Ist ja am sinnvollsten, oder? Kannst du erst bei mal. Oben, bei den Krabben ist es glaube ich 90% oder so, also. Kannst du erst mal, ja. Alter, mit dem Dolz merkst du das Wasser, die 50.000 Liter, merkst du nicht viel. Nachher mit den zwei fetten Turbo, Biturbolader, also besser gesagt ein Biturbolader, dieser zweite Turbolader, die wo kennen sich ein bisschen aus, weiß, wissen ja noch was das ist. Und, naja, dann merkst du gar nichts. So, wie voll ist die Palette? Das, wo ist ein bisschen der Mist bei Ocam, kannst du dein Mikro nicht nehmen. Aber das ist halb so toll. Bei der Schweiz ist fast oben bei der Zeltstofffabrik, dann switche ich mal kurz dahin. Ich habe jetzt voll den Umweg gefahren, aber ja. Dann warten wir kurz hier und dann. Leck des Jahrhunderts. Werden hier gleich auch schon welche produziert. Dank dem lieben Schweizer, der Wasser geholt hat. Bitteschön. Anders. Also, es fehlen halt echt nur noch, wie ihr seht, fehlt hier nur noch Wasser. Leerpaletten sind hier schon 25.000 Liter. Oder 16% und 6% Hackschnitzel. Du Scheißkrieg! Hallo? Also gleich kommen hier Papier und Palettenkarton raus. Wenn mich nicht will, dann so ein kleines hässliches Auto. Ich hab 50.000 Liter drin. Ein Deutz fahren 9er Serie, Leute. Und da kommt mir so ein scheiß schmuddeliges kleines Fahrzeug und drückt mich so Kilometer weit weg, Alter. Also da haben sie im LS17 gar nicht gut gearbeitet mit der KI. Man sollte da, wenn man reinfährt, nicht der Trecker sollte einen Kilometer weit fliegen, sondern das Auto. Ja, das war im LS13 oder im LS15 besser gelöst. 13. 13. Ja. Wollte ich gerade eben auch sagen. Wuhu! War knapp, Schweizer. Wieder hat mich so ein scheiß KI zusammengefahren. Oh, es war ja auch im LS13, wo konntest du den Spaß erlauben und Fahrzeuge aufladen. Ja. Außer oh, schon gern gemacht. Dann hast du ins Ziel reingeschmissen oder sowas, die Autos. Ah, cool. Mhm. Kannst du gleich den an. Die, nee. So ich habe kein Fahrzeug hier oben. Hier. Muss hier vorne vorfahren. Hier ist der Trigger. Gut, stopp. Ja. Wünschen voll abzubauen. Ja, glaube ich. Fall geht noch gar nicht. Jo. Kippst du das oder kippt nee, er das? Kippt er. Ja, aber das kannst genau das kann man auch machen mit ja. J und N. Nee, ich. Ach ja, ich über die Seiten bin. Na klar. Gut, und dann werden jetzt hier die ersten. Wir sagen es mal so, ich will kurz rüber switchen. Ich weiß, ich könnte kurz laufen, aber will ich nicht. Oh. Machen wir den Motor aus, ja. Ja, machen. Okay. Wieso lädt das jetzt nicht mehr ab, Fabi? Was hast du jetzt wieder gemacht? Fabi hat's kaputt gemacht. Nein, ich habe mich nur reingesetzt, wollte ihn ausmachen. Das Problem ist, durch Curseplay habe ich noch keinen Kurs angefahren, deshalb. Jetzt kann ich. Ich hatte halt bei Curseplay hatte ich halt noch keinen Kurs gefahren gehabt. Ausmann, du weißt, wenn stehst du da, dann. Du scheiß Cheater.
Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Paletten haben wir schon wieder hier. Gut. Kannst du sieben zählen? Oha. Konnte Fabi nicht. Weil also. Er sagte ja, die hier waren nur 12 Paletten, aber es waren 14. Ah. Ich habe nur so halb neben dem Hut geguckt gehabt. Ja, jetzt kann ich dir ausreden. Papier und Karton sind schon 1250 Liter da. Okay, jetzt wollen wir mal was gucken. Bei Kotter. Wie viel hier? 2200. Boah. Hat es nur noch 20. Ja, jo. Kann das sein, dass wenn wir oben beim alle jetzt so weit weg sind, dass hier oben nichts mehr produziert wird bei dem Holzwerk? Weil wahrscheinlich steht es zu nah da dran, das ist rot. Muss ein Stückchen von dem Band weg. Trotzdem läuft es immer noch weiter als von daher. Ja, nein, wenn es rot ist, nicht, oder Schweizer? Trotzdem läuft es immer noch weiter, siehst du? Ja, aber wenn es rot ist, dann ist es so, dass keine Paletten kann joinen. Unser Siegewerk ist durch keine Ahnung was, ist es aus. Ich mach nur ist alles drin, Brennstoff ist drin. Lass mich kurz raten. Du kannst dich zwei Sägewerke auf einmal bedienen. Hat wieder niemand dran gedacht, außer Schweizer, weißt du? Hey. Kannst auch beide gleichzeitig, oder? Nein. Hey, und das hier. Abgesehen mal davon, die geht das hier zuerst. Nee, das läuft nicht. Ausfall. Ja, aber das hier lief zuerst. Ja. Also hätte das hier erstmal leer laufen müssen. Ja, aber trotzdem, das lief und jetzt lief es nicht mehr und hat alles drin. Nee, aber trotzdem geht's eigentlich mit zwei Sägewerke. Ist vielleicht kein Holz, hat auch Holz noch da. Doch, ist alles da, deshalb sag ich ja. Kannst du zwei nicht arbeiten lassen, aber ja. Doch, das geht eigentlich. Ja, eigentlich, aber hier geht's nicht. Vielleicht den die Bretterpaletten hier hinten, dadurch, dass wir die Eros drin haben. Wenn du mal lesen würdest hinten. Place not found, no place to place pellets. Der hat hier hinten keinen Platz, der findet hier keinen freien Spawnplatz. Wenn du da vorne lesen würdest. Die funktionieren schon gleichzeitig, das Problem ist, der findet keinen freien Platz. Wurde, Hintergrundgeräusch gehört, wie wäre ein Walross bei dir? Nee, es hat die Feuerwehr gerade. Also, ist doch kein Walross. Das ist mir nicht sehr sorgen. Ja klar, ein Walross, du bist auch so ein Walross. Ja, wow, jetzt einfach Server neu starten, Mann, dann wird's wieder gehen, oder was? Ja, und die Folge ist eh vorbei. Wer hat anmoderiert? Dann sage ich, das hast du diese Folge, weil ich die Folge gefallen habe. Lass gerne Daumen drauf, schau bei den anderen vorbei. Sind in der Infobox verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.